Wäre beim Evergreen, dem Klassiker Gladbach in Schwarz-Weiß. Bayern also zunächst von rechts nach links. Effenberg, Sternkopf, und er macht mächtig Dampf. Nicht zu bremsen, Sternkopf. Links steht Effenberg und der bekommt den Ball. Noch einmal aus der Effenberg-Spezialkamera. Effenberg pfeift, Sternkopf zu, und dann erhielt er den Ball. Der Rest sind Augenblicke eines Siegertypen. Dann war Halbzeit. Der rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, Mann der Woche, Lothar Matthäus. Noch nie konnten die Borussen hier in der Bundesliga-Geschichte gewinnen. Jetzt führten sie, und wieder Effenberg zu Kastenmeier. Die Ex-Bayern wuchsen über sich hinaus. Nein, 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 was für ein Abspiel. Jörg Neun, ein wunderbarer Pass, diagonal über den Platz zu Peter Winhoff. Besser kann man nicht kontern. Winhoff. Winhoff guckt, Winhoff, Herzog, Eigentor. Aber noch gaben sich die Münchner nicht auf. Vitecek, eingewechselt für Hamer, noch frisch gegen die ausgepowerten Borussen. Vitecek überläuft Kastenmeier und Papin. Und damit stand es fest, der erste Gladbacher Auswärtssieg in 30 Jahren gemeinsamer Bundesliga-Geschichte. Im Falle eines Sieges hatte Effenberg 50 Liegestützen versprochen, und an Effe hält, was er verspricht. Die Kameraden halfen kräftig mit.